Georgien ist eine wahre Schatzkammer für Paläoanthropologen. Südwestlich von Tiflis wurden die frühesten bekannten Vertreter der Gattung Homo außerhalb Afrikas gefunden. Eine neue Fundstelle brachte jetzt 1,8 Millionen Jahre alte Steinwerkzeuge zutage. In der Gegend sind bereits 5 Hominidenschädel und viele Knochenfragmente gefunden worden. Die neue Entdeckung bestätigt, dass der Südkaukasus ein Siedlungsgebiet alter Hominidengruppen auf ihrer Wanderung von Afrika nach Europa und Asien war. Der Direktor des Georgischen Nationalmuseums: Dieser Ort ist eine ganz besondere Zeitkapsel. Hier ist eine Vulkanregion. Die prähistorischen Funde sind deshalb sehr gut erhalten. Gute Voraussetzungen also, gute Daten zu bekommen. Wir können mit Sicherheit sagen, dass es hier sehr aktives, hominides Leben gab vor etwa 1,8 bis 1,7 Millionen Jahren. Das Besondere an den georgischen Funden ist einmal die Anzahl, sodass ein klares Bild dieser Untermenschenart entsteht. Zum anderen datieren die Funde eine Art früher Homo erectus, die zu dieser Zeit eigentlich nur in Afrika vermutet wurde. Für die Forschung wirft das eine essentielle Frage auf. Wie viele Unterarten der Gattung Homo gab es eigentlich? Dieser Ort ist wirklich interessant. Es gibt Skelette, Tierknochen, prähistorische Tiere, große Tiere. Ziemlich interessant alles. Ich hoffe, vielleicht tatsächlich etwas Wichtiges zu finden. Für die Wissenschaft sind die vielen Funde in Georgien ein riesiger Glücksfall, auch oder gerade, weil sie sehr grundsätzliche Fragen über die Entwicklung der Gattung Mensch aufwerfen.